Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Kingdoms. Wir sind hier noch im Rock-like Dungeon, den wir gefunden haben. In einer Schlucht. Ja, da gehe ich nicht weiter. Aber, ja, sind noch nicht so vorbereitet, dass wir da ohne Probleme den machen können. Also sind recht starke Monster-Spawner. Und hier sind wir reingegangen, genau. Ja, dann gibt es hier nichts mehr. Genau, zwei Spinnen. Ihr Lümmel. So, wie kommen wir am besten hier wieder raus? Eigentlich hier durch die Decke. Das sind wir auch geschützt. Ja. Die Erde. Finden genug Erde. So. Nach oben graben. Und dann sind wir wieder draußen. Das ist recht weit oben. Also wir müssen noch ein bisschen nach oben graben. Das ist... ja, jetzt sind wir oben, oder? Gut, da. Schön. Hier wieder oben. Jetzt gehen wir wieder in die Richtung, die nach Hause führt. So, nehmen noch kurz die Blumen hier mit. Und legen sie gleich mal rein. So, und die anderen Sachen auch. So. Gut. Hier haben wir einen. Das ist doch nicht Eichenlaub. Das ist doch Dinge, Dschungellaub. Was ist denn das für ein Baum? Das ist ein Dschungelbaum. So. Ja, Tropenzetzling. Komisch. Ja, ja, vielleicht ein Fehler. Bekommt man Angst von solcher einer Blume? Ja, ist nur so ein Kraut drin. Ja, jetzt viele Höhlen, hä? Können wir auch mal erkunden. Ein bisschen Kohle nehmen. Wir haben ja jetzt auch Glück drauf, da ist Kohle gut. Wenn wir doch so viele Kohle hier haben, dann bauen wir doch die Kohle gleich mal ab. Dann haben wir wieder schön viel Kohle auf Vorrat. Aha, ist das nicht schön? Vielleicht werden wir viel Kohle brauchen für die Sachen von Industrialkraft und so. Dann nehmen wir die lieber mal mit. Und beginnen dann später auch mal. Also, jetzt vielleicht noch nicht gerade, aber... ja, wir haben eigentlich die Rohstoffe. Wir könnten eigentlich beginnen. Wieso nicht? Ja, ja. Also, gehen wir zuerst mal nach Hause. Übernachten kurz hier. So, dale. Was ist das? Andersit. Eine andersittige Farbe, Andersit. So, hier haben wir einen See, einen Sumpfsee sozusagen. Nehmen wir noch ein bisschen Ding mit, oder? Ah, ich habe eine Idee. Wie wir eigentlich so viel zu viel essen kommen in kurzer Zeit. Es gibt von Housecraft so Reusen, wo wir dann Sachen fischen, also rausfischen können.
die noch recht interessant sind, also ein richtig interessanter Anteil dieses Modes. Müssen wir dann mal antesten. Auch wenn es nicht so ertragreich ist, dann. Aber das sollte ich schon immer mal machen, hab's nie gemacht. Seitdem es draußen ist. Hier jetzt wieder die Löwenohren. Okay. Also rennen wir mal nach Hause. Wir sind jetzt genug herumstolziert. Der Erdeckerdrang ist wieder ein bisschen runtergefahren. Dann lasst uns nicht so viel Zeit verplempen mit dem. So, jetzt können wir weiterhin. Ah, oh, schön. Ah, diesen Baum, den möchte ich. Der hat grünes Holz. Ja, eine Trauerweide. Die nicht genau aussieht wie eine Trauerweide, aber ähnlich. Die kann man nicht so gut. Knollenblätterpilz. Oh, den muss ich mitnehmen. Das ist ein Speisepilz. Oh. Ja, der verspült schon Gift. Ja, das ist leider heute nicht mehr so bekannt, aber früher war er richtig gefürchtet, weil die aussehen wie andere Speisepilze. Und da kann man es verwechseln und dann macht man eine gute Suppe, eine Pilzsuppe und dann stirbt man. Hey. Ja, durch den Pflanzenmod gibt es recht viel giftige Sachen. Aha, der ist nur ein falsch generierter Berg, der saß. Hey. Hoppa, hoppla. So. Bald sind wir zu Hause. Dann geht's weiter. Ich glaube, ich mache heute nochmals ein Part. Ja, Brombeer? Der andere war doch nicht, der war Blaubeer. Ich möchte Brombeer mitnehmen. Haben wir keinen mehr so? Nirgends mehr. Blaubeer haben wir da. Okay. Ich frage mich, wie man die pflückt. Die sind total neu für mich. Von welchem sind das? Ah, Plants, Make-up-Pack. Ja, das. Ich kenne ja da viele Mods ja noch nicht so. Wie zum Beispiel die Plants Mega-Pack, das habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr drin gehabt in einem Modpack. Früher hatte ich Life of the Woods schon gekannt, aber ich konnte es nicht installieren, es ging einfach nicht. Im Technik-Launcher war es nicht startbar und manuell war es irgendwie wegen Werbungsseiten oder so nicht erreichbar. Also, da kam der Timer, 5 Sekunden oder so, und dann plötzlich, als es null war, kam der Link gar nicht. Und das regt mich immer auf. Naja. Da haben wir braune Pilze, Milchblättring. Na. Nehmen wir aber jetzt nicht mit, wir haben das Inventar auch voll. So. Da haben wir noch eine Höhle, aber nur klein. Ja. Ja, dann müssen wir außen herum. Schade, dass man das nicht mehr kann, dass man die Tiere einfach wegmachen kann. Früher konnte man das in einem Optionenmenü machen und dann hat man keine Grillen mehr, die nerven. Oder anderes Gezeugs. Ja, jetzt sind wir am Spawn, aber noch nicht beim Haus. Ja. Wir müssen rüber. Wo genau rüber? Ja, da unten sind wir nicht. Da ist der Spawn, da sind wir. Ja, in diese Richtung. Genau.
Ah, hier haben wir Schafe. Cool. Ja, das ist auch weit weg, leider. Magenta-Glycine. Cool. Ja, die Namen. Die Namen dieser Pflanzen vom Plant Megapack sind einfach cool. Und realistisch, also. Man kennt sie einfach nicht im Real Life, aber sie sind einfach geil, wenn man sie liest. Man. Man denkt sich immer, wer kommt auf diese Namen? Ja, die müssen ja einen Namen haben von irgendwelchen Forschern oder so. Aber haben die da nicht irgendwie, ja, bessere Namen? Also nicht. Ja, sie sind schon gut, aber ja, die halt besser passen, sozusagen. So, also wir haben volles Inventar. Dann, ja, wir müssen noch ein bisschen aufnehmen. Mache ich das halt jetzt kurz im Video. So. Sonst haben wir da nie Platz. Also die Tintenbettel nicht hier rein. Hier haben wir wieder viele Sachen. Sodele. Salzstone, da. Und Stein auch. So. Da und da. Weiter. Also. Das Zeugs. Ektoplasma. So. So. Ich komme hier und Leder kommt hier. Wir haben bald keinen Platz mehr in der Kiste. Von den Pflanzen her. Nein, 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 nein. Das können wir auch mal braten. Wir haben hier fast gar nichts. Mal das E hier rein, das hier rein. Leder. Das hier und das hier, so. Lehm können wir rein tun. Das hier, das hier. Und die anderen Sachen hier. Ja, und die anderen Rucksäcke muss ich gar nicht. Jetzt schon rausnehmen. So. Gut, jetzt müssen wir wieder so ein bisschen hier etwas machen. Ich möchte kurz hier noch ein bisschen mehr Effizienz drauf. Blödsinn. Was soll ich mit Blödsinn? Ich will doch nicht Blödsinn drauf tun. Ja, Level 9. Kann man da nicht runterscrollen? Wie kann man da runterscrollen? Nein, nicht runter. Schlechte Verzerrung. Ich weiß gar nicht. Gibt es nur die? Naja. Ja, ich kenne mich nicht aus. So, wir müssen noch übernachten und ja, dann machen wir eine neue Welt, oder? Dann machen wir eine neue Welt. Also, wir nehmen wieder Tintenbeutel mit, die Gläser, die Trankflaschen. Sind nicht hier, wo sind denn die Trankflaschen? Hier sind mal Wasserflaschen.
Nehmen wir mal das Leder noch mit. Da. Und was brauchen wir noch? Seiten. Oder? Noch mehr Tintenbeutel. Brauchen wir noch etwas? Nicht. Ja, dann machen wir mal da. Ah, was brauchen wir noch? Eine Feder, oder? Aber Federn haben wir nicht. Naja. Doch, haben wir. Gut. Zum guten Glück. Nicht. Ein Glas. Ah, zwei Tintenbeutel. So, jetzt. Also, dann haben wir hier mal Tinte. So. Dann machen wir hier ein Buch. Brauchen wir hier noch etwas? Aha. Wir müssen sie einfach benennen. So, Dele. Und wie macht man das Buch? So. Okay, langsam bin ich drin. So. Also dann wird es wahrscheinlich Welt 2 sein. Haben wir noch genug Zeit? Ja, wir werden mal reingehen. Jetzt bitte eine bessere Welt. Bitte, bitte, ohne Flüche. Ohne Zonen, die uns vergiften oder verlangsamen oder so. Oh, ich kann die Flasche nicht öffnen, weil sie so überschäumt. Zu viel geschüttelt. Muss ich halt noch ein bisschen ausharren mit meinem trockenen Hals. Ich bin immer noch ein bisschen krank. Ja, komm. Es hat sich was getan, aber noch nicht fertig generiert. Der Minecraft-Sound. Die Musik ist schon da. Die Spannung ist groß. Es wird bald soweit sein. Und wieder eine leckige Welt. Und Pro. Nein, nein. Das Inventar ist leer. Hilfe. Wir sind bei 8. Also X8, Z8. Y-2. Wir sind im Boden. Wir sind unter dem Bedrock. Ah, jetzt sind wir bis 65. Also es ist scheinbar eine Waldwelt, die hier extrem große Bäume hat. Sehr dinglastig wieder. Performance-lastig wieder. Aber ja, müssen ja alle Welten sein, oder? Alle Welten müssen laggen, bis es geht nicht mehr. Also zuerst mal noch ein Waypoint machen. So. Gib mir das Holz. Also dann machen wir hier an einen Partwechsel. Nächsten Part geht's wieder weiter. Bis denne. Tschüss.